Und jetzt schalten wir nämlich gleich Mona Hofmann dazu. Mona ist Transformationsdesignerin. Das ist schon mal ein ganz, ganz toller Begriff und da steckt ein Riesenberg an Aufgaben hinter. Ich weiß, dass du moderierst, dass du Ausstellungen organisierst, auch ganz ungewöhnliche, dass du Filmparcours auf die Beine stellst und Gruppen moderierst, die gemeinsam zu neuen Lösungen kommen wollen. Und jetzt haben wir dich da, hoffe ich, dass es technisch klappt. Gleich haben wir dich hier und du hast dir ein paar Gedanken gemacht zum, ja, in Richtung, wie geht das mit demokratischem Wandel und du hast auch was zum Mitmachen. Alle an den Computern und alle hier im Saal sind dann auch gleich aufgefordert. Jetzt sehe ich dich. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, hallo auch von mir nach Frankfurt. Ich bin heute zugeschaltet worden, um eben mit euch über die Zukunft unserer Demokratie zu sprechen. Und dafür würde ich gerne mit euch allen, sowohl in Frankfurt als auch digital zugeschaltet, an einer Vision arbeiten. Und mich interessiert vor allem, wo ihr euch Veränderung und Beteiligung wünscht. Und hierfür benötigen wir eigentlich nichts weiter als eure Expertise des Alltags. Denn im Prinzip sind wir alle Alltagsexpertinnen der gelebten Demokratie. Und da nochmal zusammengefasst, ich möchte euch die Möglichkeit geben, eure Meinung zu veranschaulichen und in den nächsten 10 Minuten von euch erfahren, wie ihr die Demokratie in Deutschland wahrnehmt, ob ihr euch mal Mitbestimmung wünscht und falls das so ist, wovon ich fast ausgehe, aber sehen wir mal, wie eine solche als Vision aussehen kann. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal viel, aber keine Panik. Wir hangeln uns da schrittweise durch und gucken mal, wie wir das so schaffen. Und um damit zu starten, würde ich euch kurz, sagen wir so etwa 1 Minute Zeit geben, um euch zu überlegen, wie die Demokratie von morgen aussieht. Wer möchte, kann jetzt dazu auch gerne die Augen schließen und das jetzt eben tun und sich in eine schöne Zukunft, eine Utopie träumen. Denke dich an deinen Wohnort, dein Dorf oder deine Stadt, irgendwann in der nahen Zukunft. Wo werden in deiner Utopie demokratische Entscheidungen getroffen? Stelle dir die Orte konkret vor. Wer wird beteiligt? Oder darf mitbestimmen? Über was wird diskutiert und verhandelt? Geht es um kleine Themen wie Parkplatzbegrünungen oder auch große allgemeinpolitische wie die Klimakrise? Stell dir vor, wie du mitbestimmen kannst. Durch was wurde die Demokratie wiederbelebt? Das war jetzt nur kurz, aber ich hoffe, ihr könnt euch eure Gedanken noch etwas warm halten. Denn genau um die wird es gleich gehen und ihr könnt jetzt auch gern wieder die Augen öffnen, falls diese geschlossen waren. Denn jetzt wird es darum gehen, was ihr euch eben vorgestellt habt. Und um eure Meinung mit einzubeziehen, nutze ich gleich eine Plattform, die heißt Aha Slides. Und diese ermöglicht eben allen Teilnehmenden, egal ob vor Ort in Frankfurt oder digital zugeschaltet, dabei zu sein. Diese Plattform benötigt keine Anmeldedaten oder personenbezogenen Daten. Es wird nur einen Link geben, den ich gleich mit euch teile. Und dann bin ich total gespannt, was da entsteht. Ganz wichtig, die Teilnahme ist natürlich freiwillig, aber ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich mitmachen. Denn dann wird erst so ein Bild, ein Meinungsbild deutlich. Und genau, ihr könnt euch mit einem internetfähigen Gerät einloggen. Also die Webseite aufrufen, das geht am besten mit einem Handy, dann könnt ihr nämlich noch sehen, was sonst noch hier passiert, denn ich werde dazu auch noch gleich meinen Bildschirm teilen
Und da fange ich auch an. Dann habt ihr den Link. Bildschirm freigeben. So. Erlauben. Und jetzt müsste in der Präsentation, genau, schon die Zugangsdaten zu der Plattform kommen. Was da gleich passiert, ist Folgendes. Also ihr habt jetzt Zeit, entweder diesen Code zu scannen oder einfach auch in dem Browser ahslides.com/attack einzugeben und kommt dann auf diese Beteiligungsplattform, wo ihr gleich Fragen sehen werdet, die sich auf den Ist-Zustand der Demokratie beziehen und einen neuen Soll-Zustand ausloten. Und wir wollen gemeinsam an unserer Demokratie arbeiten und der erste Schritt ist, würde ich sagen, darüber zu reden und uns darüber auszutauschen. Um eine zukünftige Demokratie zu erarbeiten, braucht es eben eine Vision oder ein Ziel. Wo wollen wir eigentlich hin? Und dafür brauche ich eben jetzt auch eure Meinung. Ich sehe schon, es sind schon die Ersten auf der Seite. Genau, wir haben jetzt, ich grätsche mal ganz kurz eine Sekunde rein, weil wir hier viele Leute im Saal haben. Ich sehe, Einzelne haben schon ihr Mobilfon gezückt, das ist auch cool. Wir haben nur gedacht, vielleicht nehmen wir auch da das Saalmikro einmal und gucken, ob jemand von euch, also ich versuche Blickkontakt zu suchen und kam es unterwegs, wenn jemand von euch einen Begriff jetzt mündlich reinschmeißen möchte oder einen Gedanken, dann nehmen wir das so kurz online und da ist auch schon was passiert. Hast du das Gefühl, an politischen Entscheidungen, die dein Leben betreffen, mitwirken zu können? Oder wir machen das so mit den Daumen. Ja, naja, nee. Ist besser, ja. Wie ist das denn bei euch? Politische Entscheidungen, könnt ihr mitwirken? So ein bisschen. Manchmal wackelt der Daumen hier im Saal nach unten und hier ist jetzt auch auf dem Bildschirm. Es wackelt auch da noch auf dem Bildschirm. Es werden auch noch immer mehr Leute, das ist schön. Wir warten hier noch mal eine kleine Sekunde, würde ich sagen. Denn dann geht es weiter zur nächsten Frage. Es ist nicht nur eine Frage, sondern wir wollen ja auch noch zur Vision kommen. Und genau. Hier sieht man schon, wie das ist. 7 haben bis jetzt gesagt, ja, sie haben das Gefühl, Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, mitwirken zu können. 10 sagen nein, aber sie würden gerne. 0 sagen nein, das möchte ich auch nicht. Und 7 sind unentschlossen. Ich würde jetzt mal zur nächsten Frage gehen. Die müsste jetzt auch allen so angezeigt werden, beziehungsweise mit mir weitergehen. Welche Probleme sind die beiden wichtigsten, die die Politik umgehend angehen muss? Ihr seht da 2 Felder und nehmt das, was euch zuerst einfällt, nicht zu lange überlegen und tragt ein. Die Begriffe kommen jetzt in einer Word-Cloud und wenn Dinge öfter genannt werden, werden die größer werden. Das werdet ihr dann aber auch sehen. Hier kommen schon... Jetzt das sagen. Wir experimentieren mit der Technik. Jetzt geht es um Begriffe. Wenn ihr einen habt, könnt ihr ihn reinrufen oder ins Mikro sagen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen synchronisieren. Die Leute zu Hause. Ich sehe, die Wortwolke ist in Dynamik. Privatisierung. Ja. Mhm. Privatisierung ist eins der großen Themen hier in Frankfurt. Klimakrise. Klimakrise. Habt ihr noch welche Begriffe? Zu den Problemen, die als erstes angegangen werden sollen? Das ganze Thema Sorgearbeit. Also Sorgearbeit, ja. Menschen, die Bedürfnisse nicht. Also die Sorge um Menschen, entschuldige, ich hätte eigentlich zu dir kommen müssen. Die Sorgearbeit, genau. In unserer Word Cloud sind auch Begriffe wie Klimawandel oder soziale Gerechtigkeit jetzt größer geworden als andere, aber sie entwickelt sich schon. Wenn sie ruhig wird, ein bisschen ruhiger, würde ich auch zur nächsten Frage gehen.
Wer noch was eintippen möchte, gerne jetzt noch schnell tun. Ich kann ja noch mal vorlesen. Weitere sind Vergesellschaftung, Atomwaffen, Korruption, Artensterben, Arm-Reich-Schere, dann nochmal soziale Ungerechtigkeit. Oh, das ist auch schwer zu lesen, wenn das die ganze Zeit so hin und her switcht. Demokratie verbessern steht hier auch, das ist schön. Genau, zur nächsten Frage. Diese lautet, geht um die Vision und sagt, wie kannst du 2045 deine Meinung in die Politik einbringen? Dabei gibt es drei Felder, wo verschiedene Aussagen, Statements angezeigt werden und ihr dann jeweils sagen könnt, ob ihr überhaupt nicht zustimmt oder voll zustimmt. Hier sieht man auch schon wieder, dass sich was tut. Das erste ist, politische Vertreterinnen übernehmen das für mich. Neben Wahlen wird es weitere Beteiligungsmöglichkeiten geben, wie Wahlen zu den nächsten allgemeinen politischen Schritten. Das kann sowas auch sein wie Kohleausstieg, dass es dort Wahlen dazu gibt, ob das die Bevölkerung möchte oder nicht. Und das dritte ist, Bürgerräte, Minivölker und Volksabstimmungen sind Teil von politischen Entscheidungen. An der Stelle würde ich auch nochmal den Begriff der Minivölker erklären. Minivölker sind im Prinzip ausgeloste Menschen, die eben die Konstellation, die gesellschaftliche Konstellation in Deutschland abbilden und sozusagen Deutschland als Minivolk abbilden. Das ist ein Begriff, der jetzt öfter auch auftaucht in Demokratiedebatten. Ja, hier sieht man insgesamt die Kurven alle, wie sich das verschiebt. Nur 2,4% glauben daran, dass politische Vertreterinnen das in Zukunft übernehmen werden. Da muss ich noch etwas tun. Und ihr seht diese Kurven im Prinzip jetzt auch dynamisch mitbewegen. Viele sind dafür, dass neben Wahlen auch andere Beteiligungsmöglichkeiten existieren können. Ich mache jetzt auch nochmal die grüne Kurve. Die ist noch sehr gemischt, aber bewegt sich auch noch. Auch hier sind mehr dafür, dass es solche Elemente wie Bürgerräte oder Minivölker gibt. Ich lasse das Bild noch mal kurz stehen, aber ich glaube, es ist jetzt sehr ruhig geworden, weshalb wir auch gleich zur nächsten Frage gehen können. Ich den Code noch mal einzublenden, Mona. Hier oben, ja, kann ich. Aber steht auch noch mal hier oben. Man kann auf ahaslides.com gehen, /attack. Hier ist auch noch mal der Code. Super. Ja, super, danke. Währenddessen passiert schon im Hintergrund die Antwort auf die nächste Frage. Oha, egal. Würdet ihr da rein Zeit verbringen in diese Mini-Völker, Bürgerinnenräte? Ja, naja, kommt drauf an, eher nein. Dürft ihr die Daumen drehen? Ich sehe einen Daumen in der Luft, ich sehe einen Daumen waagerecht und noch einen Daumen waagerecht. Und in der Luft und einer wackelt ein bisschen. Und hier geht es ja sogar noch wie häufig. Mona, hier wird gerade gefragt nochmal bei uns im Publikum, was waren nochmal Minivölker? Minivölker sind im Prinzip auch ähnlich wie Bürgerräte zu sehen. Das ist ein bisschen anderer Begriff. Dabei werden Menschen aus der Bevölkerung ausgelost und also per so einem qualifizierten Losverfahren. Und es ist das Ziel, eine Konstellation zu bekommen, die etwas kleiner ist als Deutschland, aber sozusagen Deutschland dementsprechend abbilden kann.
wo dann nicht nur Akademikerinnen zusammensprechen, sondern verschiedene Menschen aus der Gesellschaft und die dann eben beraten können oder erzählen können, wie es ihnen mit diesen politischen Entscheidungen auch geht. Auch hier ist jetzt die Statistik, glaube ich, schon sehr zum Erliegen gekommen. Sehr viele sind bereit, so 1 bis 4 Stunden die Woche sogar Zeit in so einem Minifolk zu verbringen. Aber auch 5, die sagen, ja, ich würde noch mehr Stunden in etwas wie diesen Bürgerrat oder dem Minifolk verbringen. Ich glaube, 1 oder 2 Fragen habe ich noch. 1 zu alternative Regierungsmodelle. Wer sollte denn 2045 über Gesetze entscheiden? Hier gibt es auch wieder, ich stimme überhaupt nicht zu und ich stimme voll zu. Und als Antwortmöglichkeiten habt ihr gewählte Abgeordnete und RegierungsvertreterInnen, die Bürger in regelmäßigen Volksentscheiden oder neutrale Experten oder Verfassungsgerichte. Und da bin ich gespannt, was da auch jetzt rauskommt. Die Kurven bewegen sich schon. Bewegen sich immer mehr zur Mitte hin, alle. Der Durchschnitt zumindest. Auch hier hoffe ich, dass aber Begriffe jetzt alle soweit da sind. Aber genau, hier ist es. Okay, wir sind nicht bei Extinction Rebellion. Die arbeiten ja ganz intensiv für diese Bürgerinnenräte. Ja, hier ist es jetzt so, der Zwischenstand, gewählte Abgeordnete und RegierungsvertreterInnen. Da sieht die Kurve gerade so aus. Also sehr viele sagen schon, dass sie irgendwie so ungefähr zustimmen würden, dass das ein gutes Modell ist. Die Bürger in regelmäßigen Volksentscheiden ist ein Wellengang, würde ich sagen. Da gibt es von allen Antworten etwas. Und neutrale Experten oder Verfassungsgerichte, da macht die Kurve auch einen großen Bauch nochmal in Richtung, ich stimme eher zu, aber eher so neutral. In der Mitte hat sich das eingependelt. Hier nochmal alle Kurven zusammen. Und dann würde ich auch weitergehen zu der Frage zur Vision. Also um Menschen an politischen Themen zu beteiligen, müssen sie informiert werden. Wie funktioniert das in Zukunft? Und da habt ihr wieder 2 Felder, wo ihr eure Ideen eintippen könnt. Das ist natürlich spannend zu wissen. Genau, wenn Beteiligung stattfinden soll, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man überlegt, wie werden Informationen gestreut. Mhm. Hier sind schon Internet und Schulen eingetippt worden. Persönliche Gespräche, Presse, Fernsehen, Internet, Zeitung. Oder neue Medien, da fällt ich auch Internet rein. Ui, Versammlungen kam neu dazu. Journalisten. Internet wird, glaube ich, größer auch. Ist jetzt das Größte. Fühlt euch noch was aus dem Saal? Möchtest du was sagen? Ach, du tippst. Unser Saal ist halb mobil, halb online dabei. Hier darf man auch mal reinschreien. Also ja, durchaus. Also der Saal ist auch in der Wolke hier vertreten, ne? Die wir uns hier anschauen.
Ja, das ist auch die letzte Frage gewesen. Gerne noch mal Ideen reinwerfen. Internet ist auf jeden Fall groß. Obwohl es da so viele Wahrheiten gibt. Vielleicht kann man in der Zukunft erkennen, was die was vertrauenswürdiger ist an Informationen. So, wenn man Fake News betrachtet, ist ja Internet trotzdem auch ganz weit vorne. Wenn du einen ganz kurzen Kopf dafür hast, Mona, dann würde ich bei Carmen mal fragen, was ist im Chat passiert? Gab es da Fragen an unsere Referentin? Habt ihr Fragen? Könnt ihr auch Mona, das, was du gemacht hast, hat auch dazu geführt, dass im Chat nochmal so einiges los war. Jetzt werfe ich nur ein paar Sachen in den Raum. Ganz am Anfang gleich, Demokratie ist Kapitalismus mit Kreativität. Ist ein Kommentar. Dann habe ich hier, muss ich gerade noch mal gucken, weil das ist doch relativ viel hier drin, eine Frage in dem Zusammenhang, wie kommt die Erosion der Demokratie zustande und warum nutzen die Herrschenden diese autoritäre Wende? Und das, was Nico hier noch reingeschrieben hat, in der Schweiz sehen wir ja, dass regelmäßige Volksabstimmungen ja eher dazu tendieren, dass die rechten Parteien die Oberhand gewinnen, so mal als Bedenken reingeworfen in das Thema direkte Mitbestimmung. Das jetzt erstmal dazu, später vielleicht nochmal zu Engagement, da ist noch ein Kommentar im Chat, den können wir später nochmal reinnehmen. Magst du da reagieren, Mona? Vielleicht kann man das auch eher als Diskussion für alle mitnehmen. Ich glaube, ich habe dazu keine Antwort. Ich denke, dass es sinnvoll ist, solche Verfahren auszuprobieren. Es gibt auch spannende Vereine wie Abstimmung 21, die gerade daran forschen, oder Mehr Demokratie e.V., der Verein. Ist total spannend, woran die auch arbeiten. Die sind einfach ganz, ganz engagiert, direkte Demokratie auch im Prinzip Erfahrungswerte zu sammeln, indem sie Umfragen machen oder sagen, wenn ihr jetzt abstimmen könntet, wie würdet ihr abstimmen? Und einfach sowas mal mit aufzunehmen und zu sehen, ist meiner Meinung nach schon ein spannendes Element. Ich finde zum Beispiel auch sehr spannend, was hier jetzt alles rauskam, und das war ja auch eine Art und Weise von einer direkten Beteiligung, wie sich Menschen zum Beispiel das in ihrer Zukunft, in der Zukunft wünschen, wie sie informiert werden wollen. Und man kann anhand dessen doch auch schon viel rauslesen. Ja, vielen, vielen Dank, Mona. Wir haben jetzt uns ein paar Minuten noch gegönnt. Wir sind ein bisschen raus aus der Zeit. Ich erzähle auch gleich, warum ich das machen durfte. Ich fand das auch sehr spannend und danke dir sehr. Unter actforutopia.com findet ihr, was Mona sonst so treibt. Ich fand das sehr schön, auch deine Seite zu besuchen. Und ganz klasse, dass du heute an diesem sonnigen Sonntagnachmittag bei uns sein konntest. Ja, auch danke an alle, die mitgemacht haben und dass ihr dieses Experiment mitgemacht habt, sozusagen. Ja, tschüss.